Moin und herzlich willkommen aus den Madecrate Studios in Hamburg zu unserer neuen Show Was geht Bundesliga? Ab heute bereiten wir euch jede Woche auf den anstehenden Bundesligaspieltag vor. Mit Analysen, mit Unterhaltung, mit Meinungen natürlich auch von unseren Kicker-Reportern. Die sind ja hautnah dran, ständig an den Verein 24/7 dabei. Und all das sollt ihr hier bekommen, um bestmöglich auf den Spieltag eingestellt zu sein. Und keine Sorge, ein Monolog meinerseits, der bleibt euch glücklicherweise erspart. Wir werden natürlich auch Gäste von Rang und Namen in dieser Sendung haben. Deswegen natürlich schon mal unbedingt den Kicker-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. Und wir starten jetzt hier durch mit dem Thema der Woche. Hey. Was war da denn los, heißt unsere erste Kategorie. Und dafür begrüße ich einen Mann, der wirklich immer weiß, was da denn los war. Denn er ist jung, er ist talentiert und trotz seines bescheidenen Alters schon ein echter Leader. Also man kann sagen, er läuft wie ein Känguru so schnell. Er ist quasi der Erling Haaland der Kicker Online-Redaktion. Mario Krischel. Moin Mario. Hallo, Schleimer. Ja, da saß ich lange dran. So, wir fangen mal an. Der FC Schalke 04 hat einen neuen Sportdirektor und der heißt Ruven Schröder. Und ich oute dich jetzt einfach mal. Du bist vom Herzen her ein Königsblauer. Wie war da deine erste Reaktion, als die Nachricht reinkam? Relativ neutral. Eher ein bisschen überrascht, weil Schalke hatte ja einen Sportvorstand gesucht. Da hatte uns Ruven Schröder mitgeteilt, dass er nicht zur Verfügung steht. Deshalb hatte ich ihn gar nicht mehr auf dem Schirm. Deshalb eher überrascht, aber die Rolle jetzt als Sportdirektor, die steht ihm dann, glaube ich, auch ein bisschen besser. Mhm. Für ihn spricht mit Sicherheit eine gewisse Erfahrung. Ne? Hat er über viele Jahre in Bremen und Mainz einen guten Job gemacht. Aber die 05er hat er ja in Krisenzeiten verlassen. Und jetzt muss er einen so großen Verein wie Schalke 04 aus seiner wahrscheinlich schwersten Krise jemals herausführen. Und genau dazu hat sich sein Sportvorstand Peter Knebel geäußert. Er hat gründlich überlegt. Und wenn man gründlich überlegt, dann ist man auch richtig überzeugt. Und wenn es dann losgeht, dann hat man auch die entsprechende Energie. Und so ist er gestern rübergekommen, wohl wissend, dass die Aufgabe, die uns allen bevorsteht, egal ob jetzt im Transferfenster oder im nächsten Jahr in der zweiten Bundesliga, wohl wissend, dass die sehr, sehr groß ist. Ja, Mario, ist Ruven Schröder dieser Aufgabe gewachsen? Ich glaube schon. Es ist natürlich schwierig, jetzt wirklich so einen Scherbenhaufen zu übernehmen. Es ist einfach eine große Baustelle. Es werden viele Spieler gehen, viele Spieler kommen. Zwei haben wir ja schon. Er hat bewiesen in Mainz, gerade in Mainz, auch in Bremen, dass er ein gutes Gespür durchaus hat für gewisse Spieler. Ich sag mal, Niakate, Mateta, Westergaard, den man vielleicht vergessen hat, Jibama und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da auch mal ein, zwei Leute aus dem Hut zaubert, die wir vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Ja, du hast schon angesprochen, sie haben ja schon zwei Spieler ihm quasi zur Verfügung gestellt, Danny Latzer und Simon Terodde. Damit geben sie ihm natürlich auch so ein bisschen eine Richtung für die Zweitligasaison vor. Ne? Wir sind die Nummer eins, wir wollen wieder aufsteigen, es sind ja schon zwei Namen. Und da kann ich wirklich aus eigener Erfahrung mit dem Hamburger Sportverein sagen, das kann auch tendenziell mal nach hinten losgehen. Hast du Angst, dass da vielleicht ein bisschen zu groß gedacht wird vielleicht und man sich so einen Druck aufbaut? Ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Ich würde dir vielleicht sogar ein bisschen widersprechen. Das ist ja Terodde, ja, bei allem Respekt, ein guter Zweitligatorjäger. Danny Latzer, auch nicht die herausragende Figur in Mainz. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt schreit, wir wollen wieder hoch. Natürlich, du musst halt betrachten, dass du halt dieses junge Gerüst hast mit Cananoglu, Aydin, Ciao, Hoppe und so weiter, dem du ja eine gewisse Erfahrung zur Seite stellen musst. Wir wissen ja jetzt noch gar nicht, wer alles geht. Wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele Spieler. Dementsprechend ist es einfach so gedacht, wir brauchen jetzt auch Routiniers, die sich auskennen mit dieser Situation, die wissen, wie es geht. Und dementsprechend hat das schon wahrscheinlich Sinn ergeben, ja. Ja, schauen wir mal, ob das gut geht mit Schalke in Liga 2. Ne? Und jetzt wollen wir von euch wissen, ist Ruven Schröder der richtige Mann für den Neuaufbau der Schalker Mannschaft im Sommer? Ab mit eurer Meinung unten in die Kommentare und wir machen jetzt weiter mit der nächsten Rubrik. Das Topspiel des Wochenendes heißt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig Teil 1. Das Duell in der Liga vor dem Pokalfinale am kommenden Donnerstag. Und dafür haben wir jetzt keinen geringeren zugeschaltet als unseren Kicker-Reporter Matthias Dersch. Moin Matthias.
Guten Morgen, hallo. Matthias, wenn wir jetzt nicht gerade in der Pandemie leben, dann kann man ja sagen, du schläfst quasi am Dortmunder Trainingsgelände, berichtest rund um die Uhr über den BVB. Die haben jetzt 4 Siege in Folge geholt und das 5:0 Kantersieg im DFB-Pokal-Halbfinale war natürlich auch ein Statement. Im Gegensatz auch noch zu der Leistung von vor ein paar Wochen. Warum läuft es denn wieder bei Schwarz-Gelb? Ja, so eine ganz einfache Antwort darauf zu finden, das fällt gar nicht so leicht. Ich glaube, es spielen viele Faktoren da mit rein. Unter anderem Trainer Edin Terzic, der viel angestoßen hat in seinen wenigen Monaten, die er beim BVB hatte. Es war dann keine gerade Bewegung unter ihm, sondern durchaus auch eine Wellenbewegung. Aber man kann sagen, sie kam zum richtigen Zeitpunkt die Kurve gekriegt, nämlich zum letztmöglichen nach der Niederlage gegen Frankfurt. Danach haben sie umgelegt. Und das liegt eben zum einen an der Trainingsarbeit, zum anderen aber auch daran, dass wichtige Spieler aus ihrer Formkrise herausgefunden haben. Kapitän Marco Reus zum Beispiel geht wieder richtig voran, trifft auch wieder. Youngster Gio Reyna hat jetzt zuletzt gegen Kiel zweimal getroffen. Erling Haaland hat seine Mini-Torkrise rund ums Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City auch überwunden. Also es gibt da einige Punkte, die da zusammenkommen und die dazu geführt haben, dass Borussia Dortmund gerade im Endspurt jetzt wieder richtig ins Rollen gekommen ist. Kommen wir jetzt dann zum Duell am Wochenende und zu den Top-Facts zum Spiel aus der Kicker-Datenredaktion. Da schon mal schönen Dank an die Kollegen. Und die zeigen, das könnte richtig zur Sache gehen. Ne? Also es treffen sich die zwei zweikampfstärksten Teams der Liga. Dortmund auf Platz 1 mit 53,5% und dahinter knapp Leipzig mit 52. Und Top-Fact Nummer 2, RB seit 6 Spielen gegen den BVB sieglos, 2 Remis und 4 Niederlagen. Matthias, der BVB muss ja eigentlich gewinnen, um die Quali für die Champions League die Chance darauf noch zu erhalten. Und für Leipzig geht es ja streng genommen um nichts mehr. Geht Dortmund aufgrund dieser Umstände vielleicht sogar als leichter Favorit ins Spiel? Ja, ob jetzt aufgrund dieser Umstände, weiß ich gar nicht. Aber ich würde schon sagen, dass Dortmund leicht favorisiert ist, eben weil sie komplett im Modus im Moment drin sind. Und weil sie eben auch noch richtige Ziele haben, weil sie auch genau wissen, wir können jetzt hier nicht rumtaktieren, das hilft uns nicht, wir müssen Vollgas geben. Und das haben sie, glaube ich, verstanden in den vergangenen Wochen. Und dazu kommt natürlich die Komponente, dass sie gegen Leipzig, wie du es richtig gesagt hast gerade, eigentlich zuletzt immer gut ausgesehen haben. Das waren immer Spiele, wo man vorher dachte, das ist Augenhöhe, die waren auch immer sehr eng und umkämpft. Aber Dortmund hat da oft die richtigen Schlüsse und Wege gefunden, um RB zu besiegen. Und das wird jetzt vor allem natürlich am Samstag erstmal das Ziel sein, denn das Pokalfinale ein paar Tage später, das wird dann wichtig, wenn es bevorsteht. Zuvor muss der BVB eben in der Liga noch dringend punkten. Und da können sie, glaube ich, mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen. Auf jeden Fall. Und es ist natürlich nicht nur das Duell BVB gegen RB, sondern auch Haaland gegen Sørloth, die beiden norwegischen Tormaschinen da vorne drin. Und ihre Väter, die haben ja schon in der Nationalmannschaft Norwegens zusammengekickt. Und jetzt stehen sich ihre Söhne in zwei ganz wichtigen Partien gegenüber. Sørloth jetzt seit einigen Spielen bei RB gesetzt und Haaland, da ist ja noch gar nicht klar, bleibt er überhaupt über den Sommer hinaus? Wie stehen denn da aktuell die Chancen? Ja, aktuell müssen die BVB-Fans, glaube ich, vor allem die Daumen drücken, dass der seinen Pferdekuss aus dem Wolfsburg-Spiel auskuriert rechtzeitig. Der hat in dieser Woche ja relativ wenig trainiert. Ich glaube aber, dass der mitwirken kann, zumindest an dem Pokalfinale. Alles andere muss man dann mal schauen, für wie viele Minuten es am Samstag reicht. Ja, und was die Zukunft betrifft, die Verantwortlichen des BVB sind da ja sehr klar. Die sagen, der spielt auf jeden Fall bei uns, egal in welcher Liga wir international in der kommenden Saison dabei sind, ob in der Champions League oder in der Europa League. Daran werden sie sich durchaus messen lassen müssen in den nächsten Wochen. Denn ich rechne schon damit, dass die Diskussion um Haaland nochmal an Fahrt aufnimmt. Und wenn dann tatsächlich ein Verein kommt, der eine ziemlich unmoralische Summe auf den Tisch legt, gerade in diesem Corona-Jahr, dann denke ich, werden die BVB-Verantwortlichen nochmal überlegen. Aber aktuell gibt man sich da sehr entspannt. Zum einen, weil Haaland eben auch wenig Anlass dazu gibt, irgendwie an seiner Einstellung zweifeln zu lassen. Ich glaube, wir haben alle die Bilder gesehen vom Halbfinale gegen Kiel, wo er da auf der Tribüne mitgefiebert hat. Da gibt es also aktuell keine Anzeichen dafür, dass der sich irgendwie querstellen könnte in der Sommerpause. Ja, und zum anderen sind die anderen europäischen Clubs, das hat die Diskussion um die Super League gezeigt, auch nicht auf Rosen gebettet finanziell. Und da muss dann erstmal ein Verein gefunden werden, der wirklich dazu bereit ist, eine Summe auf den Tisch zu legen, bei der der BVB dann schwach werden könnte. Absolut. Ich glaube, das bleibt auf jeden Fall dann spannend, genau wie das Spiel. Und da wäre jetzt natürlich die Frage an dich, Matthias, wie ist denn da dein Tipp? Ja, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen durchscheinen lassen. Ich sehe den BVB da leicht favorisiert. Ich glaube, es wird eng. Ich tippe auf ein 2:1 für den BVB. Eng wäre jetzt das Stichwort für mich. Ich glaube, das Spiel wird richtig Laune machen. Schön viel Offensive, schön viel Tore. 2:2 wäre mein Tipp.
Wir sind gespannt auf das Spiel. Danke dir, Matthias, für deine Zeit, für deine Expertise. Und hier kommt die dritte Kategorie. Bei Rubrik Nummer 3 geht es um eine besonders steile These und da ist es mir wirklich ein inneres Blumenpflücken, Mario, dass du noch in der Leitung bist, denn du hast eine ganz wilde Idee und zwar Hertha BSC steigt direkt aus der Fußball-Bundesliga ab. Und da frage ich dich, Mario, ist das dein Ernst? Es ist ja klar, dass man damit nur mit Ja antworten kann, außer man antwortet mit Nein. Das ist mein Ernst. Da kann ich natürlich heute Abend schon wieder sehr viel dümmer aussehen, wenn das Spiel gegen Freiburg vorbei ist, aber Stand jetzt, ja. Ja, genau, das hätte ich jetzt natürlich auch noch erwähnt. Parallel zur Ausstrahlung dieser Sendung spielt Hertha gegen Freiburg. Also wenn ihr das hier seht, seid ihr möglicherweise einen Tick schlauer schon. Aber ich möchte trotzdem mal ganz kurz dagegen halten. Wir haben Bielefeld, Köln, Werder, Augsburg da unten drin. Die haben aus meiner Sicht alle weniger Qualität im Kader. Warum glaubst du denn, dass Hertha die alle hinter sich, das andersrum, dass die alle Hertha hinter sich lassen können? Nun zeigt uns ja auch das Beispiel Schalke, dass Qualität nicht immer alles ist. Ne? Ich würde mal behaupten, dass Schalke auch einen besseren Kader hat als Bielefeld, wahrscheinlich sogar Bremen, Mainz und so weiter. Trotzdem sind sie abgestiegen, sang- und klanglos. Das ist einfach auch eine Frage der Einstellung. Ne? Du hast gerade bei Hertha sehr viele neue, teure Neuzugänge, die diese Situation so nicht erwartet haben, auch wenn Dardai sie jetzt seit Wochen darauf einbeschwört. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie so weit einfach noch nicht sind. Auch wenn wir natürlich jetzt gerade mit Werder ein Beispiel haben, wo es noch ein bisschen schlechter läuft. Köln und Bielefeld haben mehrfach die Saison gezeigt, finde ich, dass sie durchaus in der Lage sind zu überraschen. Köln gerade gegen die großen Teams. Bielefeld hat eifrig gegen die da unten gepunktet. Also ich würde nicht ausschließen, dass Hertha da einen sauren Apfel beißt. Ja, wir werden wahrscheinlich ein bisschen schlauer werden die nächsten Wochen, denn sie spielen ja auch noch gegen zwei direkte Konkurrenten, Köln und Bielefeld. Dazu Schalke. Böse Zungen würden jetzt sagen, das ist ein Free-Win. Also ich muss sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, aber wenn du hier jetzt schon solche Thesen raushaust, dann musst du natürlich auch sagen, wer aus deiner Sicht in die Relegation geht. Dann würde ich wahrscheinlich Bremen sagen. Soll ich das begründen? Kurz und knapp, ja. Du darfst es auch gerne begründen, wenn du Lust hast. Nee, im Prinzip habe ich es ja begründet. Das ist ja, wie gesagt, Werder auch nicht das dankbarste Restprogramm, glaube ich. Und einfach die aktuelle Situation bin ich skeptisch. Ja, schauen wir mal. Wir sprechen uns nach dem 34. Spieltag wieder, Mario. Und sowieso die ganze Zeit. Gerne. Und ja, danke, dass du uns beehrt hast. Mach's gut. Ciao. Wir kommen zum letzten Teil der Sendung und hier ist es wirklich völlig egal, was ich euch erzähle oder irgendein Kicker-Kollege sagt. Hier geht's um eure Meinung. Ihr könnt uns jede Woche in 30 Sekunden in einem Video bis Mittwochabend sagen, was ihr von einem bestimmten Thema in der Liga haltet, von einem Spieler, von einem Verein, was auch immer euch da auf der Seele brennt. Und wir senden dann hier den Meinungsstärksten den besten Beitrag. Und der kommt diese Woche von Max aus Versmold bei Bielefeld. Der Mann hält's natürlich mit der Arminia. Und hat Folgendes zum Abstiegskampf zu sagen. Hi, ich bin guter Dinge, dass Arminia die Klasse hält und das aus zwei Gründen. Einmal, weil man in der Vergangenheit gut reagiert hat auf herbe Niederlagen und sich immer wieder gefangen hat, wenn ich an Union oder an Frankfurt denke. Und das schaffen wir auch jetzt nach dem 0-5 gegen Gladbach. Und wir haben ein relativ einfaches Restprogramm. Es geht noch gegen Hertha, Hoffenheim und Stuttgart. Da gab es in der Hinrunde 7 Punkte bei keinem einzigen Gegentor. Das stimmt mich doch sehr optimistisch. Köln und Bremen sind ganz gut in Form. Deshalb setze ich auf Augsburg als Absteiger. Die müssten noch gegen Bayern spielen beispielsweise. Und Hertha, denen wegen der ganzen Nachholspiele die Puste ausgeht. Ja, ich würde sagen, wenn die Arminia den Enthusiasmus, den der Max hier an den Tag legt, in den letzten Spielen zeigt, dann könnte es durchaus was werden mit dem Klassenerhalt. Und möglicherweise hat Bielefeld ja noch einen entscheidenden Vorteil. Man hat vielleicht gar nicht diesen Druck, die Klasse so dringend halten zu müssen, wie ein paar andere Vereine, die da unten drin stehen. Und damit sind wir am Ende der ersten Ausgabe von Was geht Bundesliga? Und jetzt kommt ihr wieder ins Spiel. Sagt uns gerne mal, was ihr von dem Format haltet, von der Länge, von den Kategorien, vom Inhalt, alles unten rein in die Kommentare. Wir wollen das Ganze zusammen mit euch weiterentwickeln und das hier soll natürlich keine One-Man-Show werden. Beteiligt euch aktiv, da würden wir uns drüber freuen. Und wir werden dann natürlich auch was zur EM für euch am Start haben. Deswegen nochmal der Hinweis, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr kennt doch das Spiel. Also, bis nächste Woche dann. Schönen Bundesligaspieltag euch. Macht's gut. Ciao.